Mein Name ist Jörg Hamacher. Ich arbeite als PLT-Betriebsingenieur für Levaco Chemicals im Chemiepark in Leverkusen in Deutschland. Über 50 Jahren stellen wir im Chemiepark in Leverkusen Emulgatoren und Entschäumer her, Netz- und Dispergiermittel. Zuerst als Bayer AG, dann als Lanxess und seit Oktober letzten Jahres als mittelständisches Unternehmen, als Levaco unter der D&S-Gruppe. Als Levaco Chemicals stellen wir am Chemiepark in Leverkusen ungefähr 200 Produkte her in 40 Reaktoren. Und seit 20 Jahren setzen wir eigentlich da schon auf Micromotion und setzen die Geräte ein. Und wir haben tatsächlich Geräte, die auch schon die so alt sind und im Betrieb noch in Funktion sind und immer noch arbeiten. Also die Massemesser sind bei uns alle mit dem Leitsystem, mit großen Leitsystemen verbunden und wir sind in der Lage, über das Hard-Protokoll oder über andere Methoden mehr als den Massendurchfluss oder den Durchfluss aus dem Micromotion rauszuholen. Also wir werten durchaus auch die Temperatur oder die Dichte aus. Die Dichte wird sich während der Reaktion verändern und wir haben einen sehr guten Eindruck davon. Wir benutzen Micromotion in verschiedenen Größen von DN15 bis DN25 für die Propylen- und Ethylenoxiddosierung in die Reaktoren. Die größeren Micromotion in der Größe von DN80 bis DN100 benutzen wir für die Reaktorloops. Gerade bei den Einsatzstoffdosierungen sind wir natürlich sehr auf die Genauigkeit angewiesen. Die Genauigkeit der Durchflussmesser hat direkten Einfluss auf die Qualität unserer Produkte, weil wir durch die Mengenverhältnisse unsere stöchiometrischen Verhältnisse der Chemikalien herstellen. Die Qualität der Messumformer ist für mich ein Argument für Micromotion, sondern vor allen Dingen der Service, den ich von Amazon bekomme. Es ist so, dass ich eigentlich immer dann, wenn ich ein Problem habe oder eine etwas größere Aufgabe habe, da ist sofort jemand da, der mich unterstützen kann. Das ist eine tolle Geschichte mit Amazon.